Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eye of the Beholder Teil 3. Ich habe das ja gerade nochmal überprüft mit dem Sound. Also irgendwie haben wir da unten keinen Schaden genommen, aber also wir haben schon Schaden genommen, wir haben die Soundeffekte nicht gehört, wenn wir Schaden genommen haben. Das scheint an manchen Stellen im Spiel nicht gut gemacht worden zu sein und führt dazu, dass manchmal gar kein Sound kommt. Das ist auch ein großes Manko gewesen in dem Teil, halt die Soundeffekte. Man hört es ja schon, es hört sich nicht so prüll an, deswegen habe ich auch einen Tick leiser gemacht. Aber die Musik ist trotzdem super. So. Mach mal Sesam, öffne dich. Darfst aber natürlich auch nochmal ein bisschen was zaubern, wie zum Beispiel ein Hasszauber. Also wenn die uns hier treffen, nehmen wir weiter Schaden. Hört ihr dieses Flup, Flup, Flup? Das funktioniert alles wieder. Genau wie hier, wenn wir draufhauen. Dieses. Oh, das ist einfach schrecklich, oder? Komm, triff mal einen, damit wir das hören. Da, das geht wieder, aber es ging unten nicht. Da haben wir es nicht gehört. Warum auch immer. Ich glaube, ich gebe euch mal besser hier drin eure besseren Waffen. Müsst ihr hier nicht mit den Äxten rumhauen. So, damit die noch schneller down gehen. Krawemsche. Sehr schön. So haben wir uns das gedacht. Wir haben einen Dolch, den wir doch direkt mal identifizieren. Weil es ist ein plus 3 Dolch. Nice. Und da haben wir doch was aus dem Augenwinkel gesehen. Ah, schade, kann ich nicht zumachen. Beim Langgehen schon. Das war schön, dass man es gut erkannt hat. Ja, was ich auch sagen muss, ich glaube, es sieht schlechter aus als Teil 2. Ne? Es ist nicht mehr so gut gemacht. Weil halt einfach das Geld nicht mehr vom großen Studio wie Westwood da war, wie ich schon im letzten Video erwähnt habe. Die trübe Plakette schimmert stumpf. Ihre Inschrift lautet FLAR, Hauptmann von Mystranor, wollte die Niederlage nicht anerkennen. Okay, wir schreiben uns mal FFLAR auf. Wer weiß, ob wir das brauchen. Was für eine Niederlage. Wer ist hier? Was? Wo? Wie? Der Weg ist blockiert. Hier ist schon mal keiner. Aber irgendwo ist was aufgegangen. Nur wo? Moment, ich gehe mal besser dahin zurück. Nicht, dass da noch was war. Ich habe es noch nicht gesehen. Können den Schalter nochmal runter. Ah. Shit, wo stand der? Ah, das ist dieser Knochen, von dem die Rede war. Mist. Mist. Ich weiß nicht, wo er stand. so viel dazu. Das heißt, eine Rumprobiererei. Und das muss ich sehr wahrscheinlich noch ein paar weitere treffen. Nein! Und wieder runtergefallen in eine Ebene, wo wir den Sound nicht haben, wenn wir getroffen werden. Okay, hier bin ich falsch. Oder? Ja, genau, hier bin ich falsch. Hier ist der Schalter, zu dem wollten wir nicht. Da geht's so runter, das wollen wir auch nicht. Betet für die Toten. Huch! Galadriel sagt, unser Eindringen hat die Untoten verärgert. Wir müssen büßen oder werden sicherlich zugrunde gehen. Fuket. Also müssen wir beten, wie es da stand. Also mit beten kommt man hier weiter. Aber auch nur auf dem Rückweg war das Problem. So, dann gehen wir doch mal hier hin. Hier stand das mit den Knochen, ne? Vier Knochen unten. Ach, wir hätten den nach unten drücken müssen. Vier Knochen nach unten drücken. Wären den Weg offenbaren. Wir rennen da jetzt nochmal hin und drücken den nach unten. Okay, hier lang. Tak, 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 tak. Huch, da seid ihr ja schon wieder. Hallihallöchen. Jetzt gehen sie noch schneller kaputt mit den stärkeren Schwertern. Kein Problem.
Kein Problem, wir sind ganz woanders. Was ist das hier? Bin ich falsch abgebogen? Das ist neu. Da war ich noch nie, oder? Ich glaube, wir machen die mal zu. Anstatt auf. So, hier muss das irgendwo sein, oder? Genau, wir machen den Schalter nach unten, statt nach oben. Falsche Richtung. Verlaufen. Verdammt. Sind wir hier richtig? Sind wir hier falsch? Wo sind wir? Ah, wir sind richtig. Da gehen wir wieder hoch. Dann gehen wir, würde ich sagen, mal hier runter. Also wir haben vier Treppen. Dann müssen sie wahrscheinlich auf jeder, durch jede Treppe irgendwo einen Knochen finden, den wir runter machen. Trank der Riesenstärke, da hasten. Also so stark sind die hier momentan noch nicht. Da müssen wir eigentlich noch nicht irgendwie groß aufpassen. Solange wir unser Hast haben, hauen wir die sowieso total aus den Latschen mit unseren Waffen. Also auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man durch die ersten beiden Teile schon durch ist mit der Gruppe. Also manchmal ist beim Gehen echt ein Leck. Kopf hoch. Was? Ah! Schette! Ihr Mistsäcke! Kopf hoch. Da hinten kommt's an. Jetzt kommt's nicht mehr. Das ist gut. Und wir haben einen weiteren Knochen nach unten gemacht. Also es sind wesentlich mehr Soundeffekte als im zweiten, muss ich sagen, aber sie hören sich grottig an. Das ist nicht gut geworden. Hey, bleib stehen. Der ist geflohen, habt ihr das gesehen? Dieser Feigling. Halt, was war das? Yay, wir haben einen weiteren. Der Hebel scheint zu klemmen. Was ist, wenn wir so eine Riesenstärke nehmen? Ja! Mit großer Anstrengung. Und darum gab es den auch gerade. Wir haben drei Schalter runtergedrückt. Da kamen wir her. Hallihallo. Da ist ein neuer Schlüssel, sehr schön. Nehmen wir doch direkt mal an uns. Ein heiliger Schlüssel. Ich bin froh, wenn ich aus diesem Geklack heraus bin. Den müssen wir da anwenden. Wir schauen uns aber trotzdem erstmal um. Was mir auf jeden Fall in dem Level gefällt. Oh, Fex aufgestiegen. Nice. Und dass man hier so schön. Ah! Als sie die Schriftrolle ergreift, explodiert sie mit heller Flamme. Ihr Schweine, das war eine Falle. Das ist auch wieder eine Falle, oder? Nein, Stabkraft fällt. Dankeschön.
Tote erwecken. Hab Dank. Einmal eine Heilung. Ration, die kein Mensch haben will. Schön ist auf jeden Fall, dass man die Geheimgänge so gut schon sieht, wenn man ein paar Felder daneben ist. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Muss man nicht so gut die Gänge abklappern. Das Schloss springt auf. Da ist schon wieder einer. Die trübe Plakette schimmert stumpf. Ihre Inschrift lautet Geister voller Unruhe. Aha. Geister voller Unruhe. Ja, wir haben auf jeden Fall vier Schalter gedrückt. Frage ist, wie komme ich jetzt nochmal zurück? Ich glaube hier lang. Genau, hier lang. Kommt das Teil noch an? Nö. Kommt nicht. Dann muss es hier irgendwo hochgehen. Okay. Vier Schalter haben wir gedrückt. Vier Knochen unten werden den Weg offenbaren. Wir haben vier Knochen nach unten gemacht, aber vielleicht sind das vier bestimmte Knochen, die wir nach unten drücken müssen. Das könnte sein. Aua. Miss Gerle. Aber es lohnt sich noch nicht, würde ich sagen. Wir können euch aber ein bisschen buffen. Zum Beispiel mit mehr Schaden. Halt, habe ich doch gemacht da. Dankeschön. Neue Hast, bevor die weggeht. Und du kriegst auch nochmal eine Stärkung. Dann geben wir euch noch ein schönes... Ah ne, Gebet brauche ich vielleicht gleich nochmal. Da gibt es einen Segen. Oh, das ist doch ordentlich. Ich hasse euer komisches Geschrei. Wir haben wieder einen Schalter runtergedrückt. Also es sind bestimmte Sachen, die ich drücken muss. Eieieiei, Schalterrätsel. Wir drücken einfach mal alles nach unten. Okay. Alle Schalter unten. Das Zepter geleert. Physik muss all diesen folgen und zu Staub werden. Das Zepter geleert. Physik muss all diesen folgen und zu Staub werden. Dass wir hier eine bestimmte Kombination haben müssen. Das war schon mal nicht gut. Weg. Okay, das schauen wir uns später mal an. Wir machen trotzdem erstmal alle runter. Dass das doch eine Auswirkung hat. Was haben wir denn noch hier? Kamen wir her? Nein, kamen wir nicht. Schutz vor Lähmung. Kannst du den schon? Ach so. Resin überträgt die Schrift Schutz vor Lähmung, die sofort verschwindet. Yeah. Das ist doch mal ein super Zauber, Schutz davor zu haben. Hier geht's wieder hoch. Ist die Frage, müssen wir hier irgendwas machen? Sehr wahrscheinlich muss ich hier noch was machen mit den Schaltern. Aber schauen wir uns erstmal den anderen Gang an. Der einen noch nicht runtergegangen. Hallihallöchen. Komm mal hier um die Ecke. Gebet hat geendet. Machen wir neu, ansonsten, wenn wir dann irgendwo brauchen, gehen wir nochmal rasten. Ah, es kann auch sein, weil der weg gewesen ist und ich rumgerannt bin, dass deswegen die Wände dann irgendwie erst erschienen sind.
große Anstrengung begründet, den verklemmten Knopf. Ah, sie hat immer noch diesen Trank aktiv, wie es aussieht. Huch, ach, deswegen konnte ich mich nicht steuern. Hast zu Ende, das ist nicht gut. Hast ist total wichtig. Stärkste Zauber, den ich habe. Meine vordere Truppe wie ein Maschinengewehr rumballern kann. Okay, links weiter, da lang. Gehen wir hier lang. Puh, das war vielleicht die falsche Entscheidung. Hier geht es ziemlich weit. Die Inschrift stark angelaufen verkündet, nicht alle brauchen Gewicht. Aha, also wir müssen Platten runter machen, aber nicht alle davon. Damit der Durchgang weitergeht. Das schauen wir uns gleich an. Ich will erstmal wissen, was da hinten noch war. Zum Beispiel hier. Hallihallöchen. Sieht nach einem leeren Raum aus. So, ich hoffe, dass hier keine Illusionswände sind. So, das Zeug machen wir zu. Es könnte sein, dass dann die Leichen nicht mehr rauskommen. Die gefallenen Krieger von dieser Schlacht, die hier stattgefunden hat. So, okay, wir kamen hierher. Und da lang. Und auf der anderen Seite war nichts gewesen. Ist das korrekt? Huch! Was ist denn jetzt passiert? Ist Vieh. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Irgendeine Falle ist aktiviert worden. Kaladia ist aufgestiegen. Fein. Die haben auch alle jetzt neue Zauber, sehr wahrscheinlich. Frage ist, bin ich eine Etage runtergefallen oder dergleichen? Das wäre ärgerlich. Muss mich erstmal orientieren. Das sieht wieder nach dem Weg nach oben aus. Nein, wir sind nicht runtergefallen. Es waren einfach auf einmal nur voll viele Gegner da. Deswegen gehen wir mal gerade eine Etage höher. Schauen, ob Galadriel einen neuen Zauber hat. Sprüche beten. 1 von 1. 0, 0. Moment mal, 1 von 1. Stufe 6. Leid, Heilung, Heldenmal, Sohns Feuerswehren. Wenn ich jetzt wüsste, was das kann. Also wir wollen auf jeden Fall eine Heilung. Wo schneller geht. 1 von 4. Hier haben wir was Neues. Gift neutralisieren. Das ist schön. Ja, ein weiteres Gebet, das kann hier unten nicht schaden. 4 von 6 verfügbar, echt zu viele. Was haben wir denn da noch? Leider keine Heilung. Gift verlangen. Ach, Geisterhammer, stimmt. War nicht diese eine Waffe ein Hammer geworden, hier zum Werfen? Dieser grüne, den wir, womit wir diese Barriere mit zerstört hatten. Im zweiten Teil. Festhalten, Person? Pff, brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Komm, kriegst du mal zwei davon, den Rest brauchen wir nicht. Vorheriger? Da hast du 9, da kriegst du einen leichte Wunden heilen mehr. Oh, den Rest kannst du noch nicht. Fertig. Dann rasten wir mal voll. Ja, heil mal alle. Dass er jetzt wesentlich schneller gehen sollte durch die vielen Heilzauber, die sie hat. Irgendjemand Hunger? Huh, jetzt haben sie Hunger. Okay, aber auch nur ein paar. Wir haben aber dieses tolles Nahrung erschaffen. Und alle sind satt. Dann gehst du hin, machst wieder einmal schön Hast. Du darfst hingehen und Stärkung machen. Komm. Du darfst noch eine Stärkung machen. Und eins von deinen drei Gebeten. Von da kamen wir, ne? Oder da sind wir runtergegangen. Ich weiß nicht genau, wo es hier nochmal lang ging.
Ah ja, nicht alle brauchen ein Gewicht. Da waren wir dran gewesen. Wir haben aber nicht so viel, was wir wegwerfen können. Und einen Helm und sowas würde ich eigentlich behalten. Tote erwecken. Tote erwecken, das will ich auch mal behalten. Was können wir denn Schönes wegwerfen? Auf jeden Fall nicht deinen Bogen. Den langen Bogen behältst du bitte. Hier so Nahrungsgedöns, ne? Oder hier so ein Streitkolben. Okay, wir sollten definitiv einen Testo anlegen. Oder noch besser, wir machen einen Brick und testen das in der nächsten Runde. Bis demnächst, euer Chojin.